Ja, hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen zurück bei Prison Architect, wo wir auf unsere neuen Gefangenen brauchen. Und ich muss mal eben meine Buchhaltungstante freischalten, beziehungsweise schon mal anfangen, die zu entwickeln im Forschungsbaum. Mir fällt auch gerade auf, nee, mir fällt eigentlich gerade nichts auf. Wir warten einfach erstmal auf die Insassen. Dann schauen wir schon, was los ist. Ich würde sogar zwei Wachen mehr einstellen. So, jetzt kommen sie. Da sind ein paar niedrigstufige dabei und ein paar mittelstufige. Die werden jetzt erstmal in die Übergangszelle reingeschleppt. Ich muss sagen, die Tür können wir offen lassen. Genauso wie die Tür. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Tagesplanung ist. Okay, da dürfen die ruhig Freizeit haben. Morgens dürfen die ruhig 2 Stunden mal duschen. Hier auch Freizeit. Die müssen halt nicht... ne, hier so einen Stress machen. Weil zurzeit gibt es ja auch noch nichts zu arbeiten. Ich kann die ja noch in keine... Also zu keiner Arbeit zuordnen. Deshalb, sie sollen einfach glücklich werden. Und gut ist. Vielleicht sollten wir auch direkt einen zweiten Herd aufbauen. Und Kühltruhe. So, die Buchhalterin ist jetzt auch fertig. Dann können wir die nämlich einstellen. Damit haben wir den auch abgeschlossen. Also diese Subvention. Psychisches und physisches Wohlergehen. So, den ersten Zellenblock ausbauen. Dabei kriegen wir 20.000 erstmal. Da können wir direkt mal schauen, ob wir den nicht hier längst hochbauen können. Muss aber in der Planung halt erstmal rein. Jetzt haben wir hier nur 3 Abstand anstatt 4. Auch schön. Machen wir natürlich jetzt beim Zellenblock anders. So, das wäre eine Zelle. Kommt natürlich schon mit dem Zaun überhaupt nicht überein. Vor allem, weil wir auch dran denken müssen, wir müssen natürlich auch Duschen haben nachher. Wo ich mal sage, das wäre der Duschbereich. So, das wäre 9. Bauen wir da den 10. 11. Na? 12. 13. 14. 15. Es würde genau passen mit Anbau hinten an dem Ding. Müssen wir jetzt aber wirklich erstmal den... Zaun erweitern. Zum Glück ist der umsonst. So, sehr schön. Die Gefangenen essen mal wieder. Wen haben wir denn so? Verurteilt zu 4 Jahren Haft für Strolchenfahrt. Für Erregung öffentliches Ärgernisses. 1 Jahr. So, alle Gefangenen haben gegessen. Da bauen wir gerade den neuen Zaun auf. Kann ich mit leben. Es hocken die immer noch im Essen drin, weil die nicht wissen, wohin. So, der äußere Zaun ist fertig. Dann können wir den inneren Zaun ja komplett abreißen. Bam, bam. Vor allem, warum ist da blockiert?
Genau, geht mal auf dem Hof. Fühlt euch wohl. Ich hoffe mal, keiner von euch haut ab. Na, versucht es doch erneut. Danke. Kann ich einmal das Fundament so bauen und das nach Süden erweitern. Genau so. Schön. Ach ja, in meiner Planung kann ich natürlich die ein oder andere Wand hier schon öffnen. Die Gefangenen müssen ja später auch rauskommen. Ich weiß gar nicht, ob meine Metalldetektoren reagiert hatten. Ich glaube nicht. Und wir könnten auch mal mit der Forschung weitermachen. Extra Subvention. Wir schalten mal Kredite frei. Und Steuerreduzierung. Obwohl, die braucht er ewig. Da können wir lieber hier den Kram freischalten. Sicherheit und Wartung. Komisch, dass zwei Forschungen auf einmal laufen können. Ich hätte eigentlich gedacht, nur eine geht. Bum, 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 bum. Materialien, Einrichtungen. Brauchen wir vorne auf jeden Fall eine große Tür. Hier hinten müssen wir wieder eine Wand hochziehen. Weil so sollte das natürlich nicht sein. Moment, können wir die Geschwindigkeit wieder erhöhen? Kosten, Kosten, Kosten. Zellen sind einfach so teuer. Aber ich glaube, ich bin recht wirtschaftlich mit dem Zellenaufbau. Bum, 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 bum. Na, so weit sollte die Zelle auch nicht gehen. Ich glaube, es sind alle hier unten im Übergangsraum. Also jetzt gehen sie nochmal essen. Wo es langsam dunkel wird. So, dann gibt es hier noch den Duschraum. Die Tür kann erstmal offen bleiben. So, einmal die Versorgung hier hoch und einmal auf der anderen Seite. Bam, 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 bam. Ich glaube, er speichert. Nein, es war der Tageswechsel. So, da wird das Klo sein an der Ecke. Hier werden wir natürlich die Dusche reinpfeffern. Upsala. Wo wird denn hier das Klo sein? Ich würde sagen, da. Obwohl ich denke, sie buddeln sich wahrscheinlich etwas schnell aus den durch die Rohre dann. Upsala. Ne, das war noch richtig gedacht. Hier oben habe ich nur falsch gedacht. Genau so. Jetzt macht der Autosaving. Hahaha. So, wir brauchen auf jeden Fall einen weiteren Kondensator. Weil wenn wir das Ding hier unter Strom setzen, wird uns das auch nochmal einiges kosten. In 9 Stunden kriegen wir 8 neue Insassen.
Also haltet euch mal ein bisschen ran. So, und du bleibst bitte offen. Betten, Betten, Betten. Ich hoffe, es sind wirklich 15 Zellen und ich habe mich nicht verzählt. Dann ist das Geweine nachher groß. So viel dazu. Dann können wir echt hier noch ein paar Flurlampen anbringen. Weil sonst ist das ja stockduster hier drin. So, da schlafen meine kleinen Gefangenen. Nur einer nicht, der Norbert. Der steckt anderen den Penis in den Hintern. Nein, es ist James. Der mit der Sträuchenfahrt. Wir könnten den Anlieferungsraum ein bisschen höher setzen, oder? Wie ich jetzt gerade hier so sehe. Genau, hier ist Lieferung. Dann können wir nämlich den mal hier machen. Machen wir den hier so weg. Mal gucken, wie ich jetzt Abfall darunter setze. Wird wahrscheinlich alles einfach weggeschmissen. Das wäre zu geil. Aber Glück gehabt, es passiert einfach nichts. So, dann reißen wir die beiden auch mal ab. Dann können wir nämlich hier die Straßentore auch schon setzen. Das war, fand ich damals, eine echt geile Neuerung. Hier einfach die Straßentore zu machen. Schön. Ich denke aber, wir haben die Zellen wirklich fertig. Rechtzeitig, bis die neuen Gefangenen da sind. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Oh mein Gott, es fehlt ein Duschkopf. Einer muss immer zugucken beim Duschen. So, Kredite gleich fertig, Wartung auch. Den Sicherheitschef haben wir drin. Da machen wir direkt die Stationierung in die Forschung. Und können auch direkt hier als Raum ein weiteres Büro setzen. Wo ist es? Da. Mit der Einrichtung, die er verdient hat. Durch seine langjährige Arbeit als Sicherheitschef verlor er einst seine Frau und seine Kinder. Bei einem tragischen Zeppelin-Absturz. Läuft. Schön ist nämlich, jetzt kann ich theoretisch das Gate auch offen lassen. Wenn die es schaffen, das Tor gerade hier noch zuzuziehen. Ach, da zeigt er mir, glaube ich, an, dass es gefährlich ist. Ja. Dann setzen wir halt zwei Wachen da rein. Muss in Forschung freigeschaltet werden. Ach so, haha, das letzte Stück fehlt. Die letzte Meile. Deshalb kriege ich da keinen Strom rein. Ach, ihr Doofköppe.
Setzt doch nicht alles unter Wasser. Ah, du wolltest einen Schraubenschluss hier reinmachen. Das fühlt sich unterdrückt. Gucken wir mal, ob das hilft. Dass er nicht aus der Ecke rausfließt. Aus der Ecke rausfließt. Da kommt es, Mr. Gully. Ah, es scheint jetzt zu funktionieren. Es fließt nicht mehr aus der Wand raus. So, und jetzt brauchen wir noch die Gefängnistüren hier. Und dann haben wir nämlich das Maximum erreicht. Also nicht das Maximum, sondern wir haben diese 15 erreicht. Ach, es reicht doch nicht. Also muss man vielleicht inzwischen Abfluss unter jede Dusche setzen. Ich versuch's einfach mal. Es würde Sinn machen. Für mich. So, du kannst da stationiert bleiben. Einer ausruhend kann doch gar nicht sein. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwo sich auszuruhen. Tja, kann ja sein, dass viele ernsthafte Beschwerden haben, aber ich kann dagegen noch nicht so viel machen. Daran arbeiten wir noch. So, damit haben wir auch diese Subvention abgeschlossen, wenn ich das richtig sehe. Zwei erwarten, irgendwo eingesperrt zu werden. Ho, ho, ho. Tolle Wurst. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir das Ganze mal so. Dann bauen wir den Zaun weiter aus. Vom Hof. Problem hier ist einfach, die obere Wand wird jetzt abgerissen. Da kriege ich dann wieder die Krise. Und das hier ist auch doof. Weg damit. Bitte reiß die obere Wand nicht ab gleich. Oder kann ich den hier noch ab... Nee, kann ich nicht. Wenn, dann muss ich das ganze Ding abreißen. Punishment. Reformierung, Sicherheit, Security, Gesundheit. Ein Punkt. Trainiert. Okay. Erfahrung. Schlaf trainiert. Freizeit. Stimmung schlecht normal. Verfassung keine. Biografie. Das ist das Übliche. Das kennen wir ja alles schon. Das scheint also neu zu sein. Auch. Dieser Bewertungsbogen. Ah, Stimmung schlecht. Ach, Traum. Klappt da alles wie gewollt. So, jetzt baut man schnell hier eine Zellentür. Weil da soll nämlich der Gemeinschaftsraum rein. Eigentlich.
kein Lager. Genau, Gruppenraum. Und wenn es meine Leute hinkriegen, werden sie es ja sogar ordentlich dahinsetzen. So, dann demontieren wir mal eben die Telefone an den Stellen. Was will ich alles ein bisschen weiter wegbauen? Genau, baut da bitte mal die Tür rein. Und schon ist der Gruppenraum fertig. Natürlich ohne Saft, wie soll es anders sein? Strom müssen wir noch legen. Das Klonen von Räumen finde ich gut. Nur gerade eben nicht. Und wir müssen mal eben auch... Also nicht Finanzen, Programme. Benötigt Zwangsarbeit. Okay. Anteile verkaufen. Aha. Nö, ich will keine Anteile verkaufen. Mir geht's gut. Bildungsreform. In Anlagefonds. Sowas geht. Ach so, ich zahle 5.000 und kriege irgendwann einiges wieder zurück. In 13 Stunden 31. So, dann machen wir noch das zweite. Psychisches und Wohlergehen. Da können wir Kredite aufnehmen, auch schön. Gab es ja früher auch nicht. So, den können wir jetzt auch öffnen. Und dann kann man im Gruppenraum Bücherregale. Ne, Bücherregale sind für die Zellen eigentlich, ne? Ich habe es sonst auch immer gemacht, aber es wurde halt nie mit angezeigt. Aber jetzt sind die wirklich mal farbig. Also scheinen die dann auch zu unterstützen, wenn ich die hier baue. Ach, die Leute haben so viel Ärger. Ich muss einfach mal ein Loch bauen gleich, wo die ihren Kram reinpfeffern können. So, Gruppenraum, Billardtisch. Ich glaube, Fernseher ist in dem Fall auch wieder out, oder? Richtig, nur Billardtisch wird hier angezeigt. Aber ich weiß, dass der Fernseher zum Beispiel in der Kantine funktioniert. Wird da lustigerweise auch angezeigt als gutes funktionierendes Gerät. Dann bauen wir einfach mal zwei Fernseher dahin. Die Gefahr einer Revolte steigt ja auch gerade. Deshalb machen wir mal die Wachen hoch auf 8. Und hier unten müssen wir dann mal Strafzellen bauen. Die können ja super mini sein. Da muss halt nur die Tür aufgehen. Isolationszelle, genau das ist, was ich haben will.
Das ist am teuersten nur die Tür. So, mach mal den einen breiter. Kann nämlich die Anzahl an Isolationszellen hier reinpfeffern. Können wir da vorne eine Gefängnistür reinsetzen und ab geht die Post. Tja, sind aber am Ende unserer Zeit erstmal wieder und werden dann beim nächsten Mal weitermachen, wenn es wieder heißt Let's Play Prison Architect, vielleicht kurz vor Aufstand. Werden wir dann aber sehen. Bis dann, euer Doc. Ciao.